Guten Morgen. Den beiden geht's schon mal gut. Haben sie es bequem gemacht? Los, ja, schlaf mal weiter. Wir haben schon halb zwei und ich habe völlig verpeilt zu filmen. Inzwischen war auch unsere Trinkgelieferung da. Der Kater wieder. Ja, ich bin da. Also, rennen mir vor die Füße, das kannst du sehr gut. Also, unsere Trinkgelieferung war inzwischen da. Filmen wir das auch hier? Nein. Und wir haben, ich weiß nicht, warum man so viel Saft bestellt hat. Ich trinke keinen Saft, nicht wirklich jedenfalls. Ich dachte, er hätte auch noch andere Brause bestellt, also außer Cola. Aber dem ist nicht so, leider. Da kommt das Kätzchen. Und Ella wird schon wieder an Folie. Sieht man es? Nein, egal. Du schläfst ja noch, oder? Kommst du auch gerade voll aus dem Bett? Ja, ich bin die ganze Zeit dabei, die Videos vorzubereiten und so weiter und ein bisschen zu lesen. Und jetzt kann ich mich gerade ein bisschen wahnsinnig. Ja, also ich bin die ganze Zeit schon fleißig. Ich habe nicht nur rumgegammelt. Nein, nein, nein. Und morgen kommen hier die scheiß Kartons. Sorry, die schönen Kartons endlich weg. Ja. Obwohl, das wird wahrscheinlich auch schwierig werden. Aber jetzt bin ich den ganzen Tag. Das werden wir schon schaffen. Weil, muss ja nicht sein. Kannst ja was du da. Lass den Kaffee in Ruhe. Ach ja, einen Kaffee haben wir auch. Das ist sicher immer auch da durchquetscht, ne? Und da sind Krempelsachen in der Ecke, die Anna weg müssen. Ja, ach, was hier mal alles weg muss, was ist das? So, kommt jetzt wieder rein, bitte. Dunkelduster, da wohnt der Schuster. So, ja. Was wollte ich noch sagen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Sah ja so aus, wenn Daniel doch nicht zu diesem Termin gehen könnte. Also er war zwar da, aber er war so voll, dass ich schon dachte so, das wird doch schon wieder nichts, obwohl er einen Termin hat. Aber ja, nein. Diesmal scheint es zu klappen. Er ist nicht zurückgekommen. Und meldet sich jetzt auch nicht mehr. Das heißt, er ist in diesem Termin. Sehr schön. Endlich. Wird ja auch mal Zeit. Monate später. Unglaublich. Aber es geht vorwärts. Gut. Dann mache ich immer hier weiter mit meiner lustigen Liste, die wahrscheinlich heute als abgearbeitet werden kann. Leidigerweise. Das ist alles schwierige Kiste. Aber gut, ich werde auch nachher noch wahrscheinlich ein paar Videos geben, wenn ich soweit überhaupt komme. Gucken wir mal, wie weit ich heute komme. Ja, gut. Dann sehen wir uns später Daniel ist wieder. von seinem Termin zurück. Ja, Endlich hat es ich habe geklappt. meine leibliche Leibspeise geholt. Sperrips. Aha. Oh. Jetzt habe ich die aufgemacht, wollte ihn in den Ofen machen, dachte, das wäre nur so eine Scheibe, ja? Hast du sie aus dem Ofen? Ich weiß nicht. Also wenn noch jemand Appetit hat, kann er jetzt gleich Ach, vorbeikommen. Schande. Pack das mal wieder rein. Bevor du alles voll saust. Oh Mann. Ja. Was trinke ich? Katzenhappen abhaben, ist er ja noch da. Nee. Ich stelle gerade fest, so für eine Woche vor produzieren quasi ist nicht so einfach. Muss ich ein Foto machen von einem Cover, weil es das ja nirgendwo, also bei Amazon zumindest nicht gibt. Zumindest nicht in der Art und Weise. Ich will ja die authentischen Bilder nehmen. Und da es jetzt schon dunkel ist, ist Fotografieren nicht so praktisch. Das muss ich mal auch machen. Das schaffe ich nicht. Ich weiß, einige machen ja immer so wunderschöne Fotos, aber das bringt für das, was ich machen möchte, nichts. Da brauche ich bloß die Cover und keine Setting-Sachen, irgendwas. Deswegen passt das dann gar nicht mehr in mein Konzept sozusagen für meinen Blog. Also die Videos sind zwar jetzt fast alle fertig, bis auf
Naja. Die Wochenvorschau fehlt noch. Die muss ich morgen machen und hochladen. Habe ich mir schon ganz dick angestrichen. Und das Sonntagsvideo fehlt noch. Und das Weekly Reading ja sowieso. Ja, ansonsten bin ich fertig. Denn das Sonntagsvideo werde ich heute noch machen. Vielleicht schaffe ich auch, das die Wochenvorschau heute schon zu bearbeiten und hochzuladen. Das wäre natürlich super. Dann wäre das schon mal geklärt. Ja, obwohl, ich weiß nicht, ich muss mich ja dann. Naja, nee, das mache ich auch morgen. Ich will ja bei ersten Wochenvorschau möchte ich noch ein bisschen was dazu erklären. Die nächsten sind ohne Erklärung quasi. Also zumindest nicht so, dass ich frontal an der Kamera bin. Und ich habe heute mein erstes Voice-Over gemacht. Das klang so ein bisschen blechern. Ich weiß auch nicht, vielleicht muss man da mal externes Mikrofon anstöpseln oder so. Ich habe es auch noch nie gemacht. Ja, habe ich gerade zum ersten Mal gemacht. Das ist aber ganz praktisch. Aber bei iMovie kann man das ja wunderbar dann so machen, dass man sieht, was man da gerade überspricht quasi. Das ist schon ganz gut. Aber gut, schauen wir mal. Man darf gespannt sein. Aber es ist echt, wenn man dann noch dieses Buch da nebenbei lesen muss, also Palmisano. Ich habe für heute noch einmal 10 Seiten und dann habe ich es, glaube ich. Ja, dann hätte ich es quasi für heute. Und ist das denn für eine tolle. Und ich weiß auch schon, was ich als nächstes lesen werde. Genau. Es ist jetzt kein, naja, schwierig zu erklären, ist egal. Werdet ihr auch in einem der nächsten Videos sehen. Aber nicht in der nächsten Woche. Ich glaube, in der übernächsten. Ja. Das ist erst für übernächste Woche. Aber ich will es halt so, dass ich immer eine Woche vorher schon fertig bin mit allem. So ungefähr soll der Plan sein. Mal gucken, ob das so funktioniert. Ist ja jetzt bloß ein Testlauf. Aber ich finde es halt ganz schön. Dann sind die Wochenenden zwar überwiegend damit verplant. Und ich denke mal, auch in der Woche muss ich noch ein bisschen was dafür machen. Das wird nicht alles am Wochenende klappen. Also drehen wahrscheinlich schon am Wochenende, aber bearbeiten muss ich garantiert auch in der Woche. Gucken wir mal. Ich bin gespannt, wie die Woche verläuft. Dann hat man sich wenigstens was, worauf man sich auf zu Hause freuen kann. Wenn man dann was zu tun hat. Genau. Spannendes Projekt, finde ich. Also, ich mag sowas. Herausforderungen sind toll. Und das ist sowas wie eine Herausforderung, würde ich sagen. Die hat gerade mal die Kaffeesorten raus, also Kaffeedingens rausgeholt. Und was ist damit bei? Zwei Filme. Ja. Sind das zwei verschiedene? Ja. Du hast schon drauf geachtet, dass zwei verschiedene sind. Zwei gleiche, aber nein. Zwei verschiedene. Nicht schlecht. Hat man mal ein paar Filme umsonst hier. Ja. Einfach so. Wer weiß, was für ein Scheiß das ist, aber. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall Militärfilme. Ja, Militärfilme, genau. Aber ich meine, das ist doch mal nicht schlecht. Ja. Haben wir. Weiß nicht, was haben wir denn? Ob du es hast. Ich weiß nicht. Was soll ich denn haben? Lustig, ich habe gerade vor einem Video geschnitten in Amerika, wo du das gleiche T-Shirt an hast. Alter. Fällt mir gerade so ein. So. Ah. Es ist schon wieder ein bisschen früh. Ja. Sprechtest du etwa? Nein. Ich dachte schon. Auf Liter Kaffee. Von wegen. Nicht? Vor allem wolltest du keinen machen. Du bist gleich aus dem Tetrapack. Intravenös. Na klar. Ja, das wird toll. Wieder früh aufstehen. Nein. Mindestens. Nein, morgen ist Sonntag. Ja, aber ich muss am Mittag schon wieder los. Ja, mittags ist aber nicht früh. Oh, sicher? Ganz sicher. Na gut, dann geht's ja. Also um 8. Wenn man wach wird. Nein, okay. Oh Mann. Na, du wirst ja früher wach, ne? Wahrscheinlich. Miau. Jede Nacht lege ich mich im Bett. Naja. Wie immer. Na dann. Naja, bis morgen in neuer Frische. Und weiter geht's. Womit? Mit einem möglichen Scheiß jeden Tag. Okay. Ja. Na dann. Bis morgen. Du nicht? Doch. Ich guck ganz gespannt. Sagst du Tschüss oder so? Ach so. Tschüss.